Hallo Zockerfreunde, weiter geht's in Fallout 4. Ich möchte heute mal wieder zurückgehen zu der Tankstelle. Ja. Das heißt, Moment, ich muss jetzt erstmal gucken, wo war denn die? Ja, hier sind ja so viele Symbole, ich habe nämlich gar keine Ahnung. Bedford Station, da sind wir. Das heißt, es müsste eigentlich hier irgendwo sein. Concord, Museum. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, genau, da ist unser Dings, genau. Und wir reisen da direkt mal hin. Das heißt, wir machen das per Schnellreise. weil ich habe ja auch in den Kommentaren gelesen, dass der Hund unsterblich sein soll. Und wenn das der Fall ist, dann nehme ich ihn natürlich gerne mit. Hallo, Wurzel. So, warte da, komm schon. Hier drüben. Warte mal. Ich will doch mit dir reden. So, okay, gut. Der folgt mir schon, hä? Reden wir mal. Wie geht's dir, Kumpel? Hä? Wegschicken, holen, Tricks? Hey, Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Cool. Ist ja cool. Okay, dann kommst du dann mit mir, aber ich will erstmal hier ein paar Sachen zurücklassen. Das heißt, ich werde, nee, so nicht. Wie mache ich denn das nochmal? Transfer, genau. Und zwar will ich, ja, Aluminiumdose machen wir auch mal daran. Ich weiß nicht, ob wir das alles brauchen. Bleistift, ja. Blutkäferrüssel, nö. Warte mal. Boston Beagle. Komm, den schmeißen wir jetzt auch da rein. Weil ich weiß, ehrlich gesagt, Leder, genau. Dutchman Instruction, hä? Also ich mach dort alles mal rein. Fusionszelle. Da wollte ich sowieso mal gucken. Genau. Da will ich mal gucken, ob wir dem irgendwie, ne? Ne, geht gar nichts, was? Da geht nichts. Rechtes Bein, linkes Bein, Torso, Helm. Ja, keine Ahnung. Da geht gar nichts. Okay. Das heißt, das muss dann noch warten. Das sind dann die falschen. Da brauchen wir was anderes. Auf jeden Fall hat es irgendwas mit Fusionsenergie zu tun, so wie ich das mitgekriegt habe. Okay, gucken wir weiter. Gasmaske mit Brille. Ich glaube zwar nicht, dass es da in irgendeiner Form, ne? Die Golduhr, Zigarettenpäckchen, Haarbürste, keine Ahnung. Haarklammer, die behalte ich bei mir. Komm, das lassen wir jetzt auch mal hier. Hohe Flasche. Hundenapf. Genau, Hundenapf. Kann ich den irgendwie. Moment mal. Hundenapf, wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Nein. Hilfsmittel, nein. Diverses, genau. Nein, anscheinend nicht. Schrott. Schrott, echt jetzt? Gut, Hundenapf. Da haben wir's. Fällt er jetzt dahin oder nicht? Nee, tut er nicht. Moment. Machen wir es nochmal. Machen wir es nochmal. Wo ist der Hundenapf? Warte mal, das war doch eben. Hä? Da ist er. So. Genau. Genau. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Und zwar, kann ich das bewegen? Genau! Ja, perfekt! So, dann hat der Hund nicht nur ein weiches Plätzchen, sondern auch einen Napf. Jawoll! Genau. So, der kann da bleiben. Jetzt will ich da mal weiter schauen. Ich fange jetzt mal unten an. Habe ich viel Zeug mit. Ölkanister, Schlagstock. Den behalte ich mal für Notfall bei mir. Schlagring. Lasermuskete. Also ich habe hier einiges an Waffen mit. Impro-Gewehr, doppelläufige Schrotflinte. Reiterrüstung, Harnisch.
Zigarre, ich habe keine Ahnung, ob ich das überhaupt da brauche. Die Wackelpuppe, ach so, das kann ich gar nicht da rein tun. Hat das überhaupt ein Gewicht? Nein, hat kein Gewicht, das ist gut. Vorkriegsgeld, verstellbare Schraubenschlüssel, Sturmfeuerzeug, das machen wir da rein. Ich habe keine Ahnung, Verbindungsstange, was? Verbindungsstange, ist da auch so eine, okay, machen wir es mal rein. Vakuumröhre, ja, keine Ahnung. Terpentin. Terpentin? Naja, wer weiß. Das ist eine Tomate. Hier, dieses Messer machen wir da rein. Tabu-Tattoos. Ja, keine Ahnung. Superkleber. Weiß nicht, ob ich das da brauchen werde. Sturmfeuerzeug machen wir da rein. Stimpak, Zigaretten, Splittergranate, Spielzeug, Truck, Spielzeug, Auto. Dass wir so ein paar Sachen da mal drin haben. Ich weiß nicht, was ich davon brauchen werde. Silberne Taschenuhr, komm, die machen wir auch rein. Das Skalpell, ja, die ist klar. Silbermedaillon. Was? Schrotpatrone, Schraubenzieher, schmutziges Wasser, Schlosserhammer. Haarbürste, Robko, was? Ja, die Poppe kann man ja nicht reinmachen. Psycho, Minigun, Metalleimer, das machen wir da rein. So. Maschinenpistole, Malpinsel. Komm, das machen wir auch da rein. Leeres Kühlmittel, ja, keine Ahnung. So, keine Ahnung, was das alles ist, ne? Aber ich mach das mal erstmal so da rein. Das mache ich dann nachher bei den Waffenteil da rein. Okay, ich glaube, das war's, ne? Ja, das war's. Ich will immer mit ESC raus. Okay. Moment. Dann, da mache ich jetzt das Werkzeug rein. Nein. Du sollst da... Ach, ich muss mich an die Taste erstmal gewöhnen, ne? Das, so, jetzt muss ich ja mal gucken. Wo ist das? Clean Corn. Das muss wieder da rein. So, dann hatte ich ja noch mehr Werkzeug. Irgendwo. Ne? So, Reparaturwackelpuppe. Ja, die Wackelpuppen kann man ja nicht raustun. Schlosserhammer, genau, das tun wir da rein. Schraubenzieher. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Ich glaube, das, nee, hier ist noch was. Terpentin. Okay. Ich weiß nicht, was es hier mit diesem, Symbol, mit diesem Lupensymbol auf sich hat. Wenn das einer von euch weiß, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Würde mich echt mal interessieren. Okay, Lasermuskete, nein. Das werden wir da alles... Gut, dann machen wir uns erstmal raus. Ich will erstmal hier. Da ist ja die Waffenwerkbank. Das heißt, ich werde hier mal so ein paar Waffen reintun. Insbesondere diese große... Moment mal. Erstmal gucken, wozu habe ich überhaupt noch Patronen? Also da habe ich noch 76... das werde ich auf jeden Fall. Warte mal. Minigun. Genau, da hatte ich sowieso keine Munition. Das Ding lasse ich erstmal hier. So, Nuka Cola, Psycho. Was haben wir hier noch? Raider-Rüstung. Nein. Das machen wir nicht da rein. Salisbury-Stick, Schachtel Zigaretten, Schrotpatrone. Die behalte ich bei mir. Splittergranate, Zigaretten, Stimpank, Tattoo. Terpentin, Vorkriegsgeld, Vorschlaghammer. Ach, den kann ich eigentlich auch noch da reinmachen. Wahrnehmungswackelpuppe, Zigarette, Zigarre. Nein. Moment, halt. Da habe ich noch Patronen. Da habe ich. Oh, da habe ich sogar noch viele Patronen. Lasermuskete. Warum habe ich damit nicht schießen können, wenn ich doch so viel Munition habe? Okay, da habe ich auch noch Munition. Da habe ich auch noch Munition. Okay. Zu den Waffen habe ich offensichtlich überall Munition.
So, V halten, um das Werkstattmenü zu öffnen. Okay. So. Nee. Wieso? Ich will doch eigentlich E. Genau. Schauen wir doch mal. Das heißt, wir könnten hier so Waffen verbessern. Den Vorschlaghammer will ich eigentlich in die Dings machen. Doppelläufige Show, Impro-Gewehr, Repetierer-Gewehr, Lasermuskete. Ich weiß jetzt nicht, von was wir die meisten Munition hatten. Daher kann ich da jetzt nicht sagen, was ich davon verbessern sollte, könnte, was auch immer. Komm, hier, da wird's bestimmt. Standardverschluss, kurzer Lauf. Genau. Machen wir mal da. Leichter Verschluss, schwerer Verschluss, kalibrierter Verschluss. Automatikverschluss. Okay. Verbessern wir das Ding mal. Dann mal zurück. Kriegen wir da auch noch einen langen Lauf? Verlängerter Lauf. Jo, können wir nur das hier? Warum nicht? So, dann Standardgriff. Magazin. Standardmagazin. Moment. Magazin. Nee, da kann man nichts verbessern. Standardvisier. Reflex. Was? Reflex. Visierkreis. Okay. Ja, weiß ich nicht. Ob das jetzt. Keine Mündungsbremse. Okay. Nein. Komfortgriff. Toll. Ja, sieht vielleicht besser aus, aber ich glaube nicht, dass es wirklich verbessert Rückstoßdämpferung. Präzise aus der Hüfte. Okay. Ja, verlängerter Lauf kann man ja leider nicht machen. Ach, da sehen wir rechts schon, was wir verbessern können. Gut. Ich will jetzt erstmal nicht zu viel Material hier verballern. Wir müssen ja auch noch wohin. Und zwar in diese Richtung. Jetzt will ich mal gerade schauen. Ach, wir sind ja gar nicht so weit davon entfernt. Gut, machen wir es denn. Und den Hund nehme ich diesmal mit, wenn er mitkommt. Hey! Okay. Kommst du mit oder was? Hundi? Bei dem Befehl bleiben will ich ihm nicht geben. War ja nur noch die einzige Option. Gut. Okay, der scheint mitzukommen. Das ist sehr gut. So, wir wollen in diese Richtung. Ja, der Hund passt auf jeden Fall mit auf. Nee, der nicht. Wir gehen über die Brücke. Weil durchs radioaktive Wasser möchte ich nicht. Dann kommst du mal mit. Da ist er. Gut, alles klar. So, ich schätze mal, hier irgendwo werden wir den finden. Und ich denke mal, dem Hund werden wir auch noch ein bisschen geben. Jo, da ist der Typ. Hey, warte mal. Bleib mal stehen. Die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Genau. Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Ach übrigens, du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minutemen in der Nähe zur Hilfe rufen. Im Moment ist sie noch nicht so nützlich. Aber wenn sich uns ein paar mehr Siedlungen anschließen, wirst du irgendwann überall Hilfe rufen können. Ich muss dich was fragen. Ich glaube, ich habe dir nie erzählt, was mit den Minutemen passiert ist. Wieso ich einer der Letzten bin. Okay, letzter Minuteman, kein Interesse. Du bist soweit? Bist du soweit? Ich höre zu. Okay, ich höre zu. Ich bin ganz Ohr. Hast du mal vom Quincy Massaker gehört? Quincy Massaker?
Was ist da passiert? Ich dachte, inzwischen wüsste jeder im Commonwealth davon. Die Minutemen verrieten sich gegenseitig. Und die Leute, die sie schützen sollten. Ich war in Colonel Hollis Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners, griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend daraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Eine Katastrophe nach der anderen. Das Ende des Ganzen hast du in Concord gesehen. Okay, ich weiß, wie sich das anfühlt. Auf Nimmer Wiedersehen, nicht aufgeben. Naja, ich würde sagen, sie weiß, wie sich das anfühlt. Ich meine, immerhin ihr Mann abgemurkst, ne, und Kind weggenommen. Lass dir Zeit. Ich weiß, wie es sich anfühlt, allein zurückzubleiben. Ja, schätze, das tust du. Deshalb rede ich mit dir. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen, aber ich glaube, du schon. Okay, ich weiß nichts über die Minutemen. Danke, unsicher. Ja, genau, was ist mit dir? Warum kannst du die Minutemen nicht anführen? Weil ich kein Anführer bin. Ich kann meine Leute durch ein Feuergefecht bringen. Ich kann einen Perimeter verteidigen. Aber das wird nicht reichen, um die Minutemen vor dem endgültigen Aus zu bewahren. Wir brauchen jemanden, der das ganze Commonwealth zusammenbringen kann, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und ich glaube, du bist die richtige Person dafür. Warum ausgerechnet ich? Wieso glaubst du, dass ich das kann? Du hast uns in Concord gerettet. Du hattest dadurch keinen Vorteil und du hattest deine eigenen Probleme. Aber du hast es trotzdem gemacht. Diese Art von Selbstlosigkeit sieht man hier schon seit einer Weile nur noch sehr selten. Okay. Okay, ja. Okay, ich mach's. Gut, sehr gut. Willkommen an Bord. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein, General. Okay. Okay, General? Warum nennst du mich General? Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben und danach konnten wir uns auf keinen Nachfolger einigen. Das einzig Gute, der letzte Minuteman zu sein, ist, mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es an dir, dafür zu sorgen, dass es mehr wird als nur ein bedeutungsloser Titel. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Und das wäre? Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informier die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück. Okay, das heißt, wir müssen schon wieder irgendwas bereinigen, ja? Sind das auch so Typen wie die Raider? Die alles töten wollen, besonders mich. Okay, was ich aber definitiv brauche, ist etwas, das mir die Radioaktivität wegmacht. Das heißt, das heißt, habe ich da überhaupt noch was? Moment, Hilfsmittel, Medics. Jetzt muss ich erstmal gucken, ist das alles? Warte mal, ich bin mir jetzt nicht sicher. An deiner Stelle würde ich mich von dem Zeug fernhalten. Was? Ne, also das war's jetzt nicht. Aber es gibt, Radix, glaube ich, ist das. Ihr habt es mir auch mal in die Kommentare geschrieben. Ich habe mir das blöderweise jetzt nicht gemerkt. Medics, Radix. Für mich ist das alles eine Mischoche. Aber ich werde mich da nochmal informieren. Ich habe da in Fallout 3 schon, immer alles falsch gemacht. Und auch in New Vegas, ne? Ich eben. Gut. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, wo wir hin müssen. Nämlich in diese Richtung. Da. Da müssen wir hin. Das heißt, wir werden da... Okay. Auf jeden Fall, der Hund ist bei mir. Das ist gut. Dann kann er uns ein bisschen mitverteidigen. Also, ihr habt mir ja geschrieben, der kann zwar verletzt werden, aber nicht getötet. Das finde ich schon mal sehr gut. Was mich nur interessiert, ob das auch für alle anderen Begleiter gilt. Wow. Alter Schwede. Kronkorken.
Was macht denn so eine Fliege mit einem... Echt jetzt? Eine Golduhr? Eine Fliege mit einer Golduhr? Okay. Hundi ist bei mir. Was genau ist das hier? Okay, Laborstation. Würde mich mal interessieren. Droge, Granate, Heilung. Ach ja. Blähfliegenlarve. Okay. Injektormunition. Okay. Drogen? Jetzt ernsthaft? Mentats. Okay. Ich erfülle nicht die Voraussetzung. Okay. Gut, das heißt, das kann ich gar nicht. Das könnte ich. Psychojet? Nee. Also von dem Psycho-Zeug will ich nicht so viel verwenden. Ja, ja, verlassen. Gut, gucken wir mal hier. Kochstation. Kann man da... Warte mal. Maulwurfs... Was, jetzt? Echt jetzt? Anfertigen? Anfertigen? Naja, so Maulwurfshappen, ne? Wer weiß. Vielleicht ist es ja gut für uns. Ich werde auf jeden Fall sowas mal herstellen. Gut. Was haben wir hier? Getränk. Aufbereitetes Wasser. Genau. Da ich ja schmutziges Wasser habe... Benötigt 3 schmutzige Wasser. Dann habe ich hier einmal aufbereitetes Wasser. Kann ich noch Suppe machen? Klar, müsste ich eigentlich machen können. Nämlich, ach so, ich habe da... Da brauche ich schmutziges Wasser? Ernsthaft? Warum nicht sauberes Wasser? Ich will eine saubere Tomatensuppe. Wie geht? So, ja, mehr können wir anscheinend nicht. Gut. Dann haben wir lecker Essen gekocht. Okay. Das finde ich immer gut. Hier. Ich bediene mich mal. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich wieder einer, der auf mich schießen will, ne? Aber ist mir gerade egal. Hauptsache, ich habe das Zeug. Weiß nur nicht, ob ich so viel da brauchen werde. Von dem Zeug. Ich nehme es mit. So. Also brauche ich auch schmutziges Wasser. Um mir eine schmutzige Suppe zu machen. Ich hätte gerne saubere Suppe gemacht, aber egal. Gut, schauen wir mal hier. Was haben wir hier? Werkstatt durchsuchen. Du bist mit der Siedlung nicht verbündet. Okay. Gut. Ah, das wäre dann Hier wohnt offensichtlich jemand. Hallo? Ist hier wer? Ich habe dir gerade ein paar Tomaten geklaut. Wo immer du bist. Okay. Das kommt mir irgendwie komisch vor. Hallo? Das ist seltsam. Hm. Okay. Aber hier ist auch nicht einer. Hallo Katze. Mau Mau? Okay. Gut. Machen wir uns weiter. Wir müssen noch weiter in diese Richtung. Ich frage mich nur, was hier ist, das, ne, das Ganze und so. Okay. Whisky. Hm. Schachtel Zigaretten, das nehmen wir mit. Weil das Zeug wiegt so gut wie gar nichts. Hier die Zigarre nehmen wir auch mit. Aschenbecher lasse ich liegen. Und vor allem, es ist was wert. Das heißt, das können wir eintauschen. Gegen Kronkorken. Oh oh. Da. Wauzi, du kriegst die besser als ich. Könntest du mal... Hundi? Da sind Blähfliegen. Die wollen mich ärgern. Irgendwo da. Da, siehst du? Ich werde den nicht hier erwischen. Halt! Sag ich doch! Ah, doch, einen habe ich erwischt. Noch einen erwischt. Und noch einen erwischt. Wow. Hey, ich wusste gar nicht, dass ich so gut zielen kann.
Wow. Okay. Na? Das wär's. Jawohl. Raus da aus dem Wasser raus. Das ist hier ziemlich verseucht. Okay, wir wollen weiter. Ich muss hier auf jeden Fall raus. Die Radioaktivität, die ist hier nicht wirklich tragbar. Wo ist mein Hund? Hund? Mach mir doch nicht so eine Angst. Ich hätte dich gerne... Warte mal, Ernte? Wilde Mutterbeere, okay. Oh Mann, hier ist echt übelst verseucht alles. Gut, Wasser. Na toll, wir müssen da hinten hin. Ich gehe lieber außen rum. Nicht, dass ich noch mehr verseucht werde hier. Durchs Wasser ist nie eine gute Idee, das weiß ich schon aus den anderen Fallout-Teilen. Und wenn wir zu viel Radioaktivität haben, weiß ich nicht, ob das dann irgendwann tödlich endet. Hier, ne? Könnte ich mir gut vorstellen. Oh Mann. Oh, 4 Radioaktivität. Echt jetzt? Hi? Bitte, ich habe solchen Durst. Hast du vielleicht etwas Wasser? Unsicher aufbereiten. Ach komm, hier. Natürlich, bitteschön. Oh, danke, danke. Jo, ich hoffe, dass du uns das zugute hältst irgendwann. Die Minuteman wird er sich nicht anschließen. Glaube ich jedenfalls nicht. Okay. Gut. Bin ich schon da, wo ich hin muss? Das nehmen wir mit. Das heißt, hier müssen wir wohl aufräumen, hä? Ich glaube, hier drum geht es dann letztendlich. Oh. Kronkorken, Patrone, Morrow-Szene, okay. Metalleimer. Nehmen wir mit. Warte mal. Habe ich da gerade was gehört? Okay. Oh Mann, Groovy. Hi. Abgefahren. Hallo? Abgefahren. Abgefahren. Krass. Okay, hier ist nochmal eine Werkstatt. Mhm. Oh Mann, Groovy. Stimpak, right away. Moment. Okay, da brauche ich ein Passwort. Cool. Oh, gleich beim ersten Mal wieder. Protokoll. Alle haben. Was, Alan? Wir haben endlich einen Sklaven, der Spießer für unsere Freiheitsfarm-Kooperation herausgeholt. Okay. Da haben sie wohl einen Sklaven. Moment. Ich will mal gerade gucken. Mr. Handy. Steuerung. Einheit abstellen. Protokolle wählen. Was? Okay. Einfach sein. Protokolle. Einfach sein. Protokolle werden übertragen. Okay. Moment mal. Wachprotokolle, Wartungsprotokolle. Wachprotokolle. Das ist vielleicht besser. Keine Ahnung, ob es für uns am Ende gut ist. Auslöschen. Wirst du uns auslöschen? Nein. Gut, das heißt, uns tut er nichts. Das ist gut. Hier haben wir nochmal eine Laborstation. Auslöschen. Okay, uns tut er zumindest nichts. Das ist schon mal sehr gut. Aber hier muss doch irgendwo irgendwas sein. Kommen wir hier in das Haus irgendwie rein? Weil ich möchte auch gerne nochmal gucken.
Okay. Wow. Auslöschen. Bis ich mal nachgeladen habe, ne? Ey, gibt's das? Echt mal. Auslöschen. Vorhin habe ich so komische Fliegen sauber weggeklatscht und jetzt komme ich noch nicht mal gegen eine Red-Kakerlack an. Auslöschen. Halt die Klappe. Das brauchst du nicht die ganze Zeit sagen. Es reicht, wenn du da, ne, und so. Einfach nur rumgehen. Okay. Auslöschen. Echt hart. Silberne Taschenuhr, okay. Hm. Ich glaube nicht, dass ich das brauche. Auslöschen. Und ich sollte vielleicht mal die Waffe wechseln. Weil sonst verschwende ich hier ohne Ende Munition für diese komischen Viecher. Und deshalb werde ich da mal den Schlagstock nehmen. Genau. Auslöschen. Das dürfte für diese Viecher reichen. Jetzt muss ich mal gucken. Okay, hier kommen wir nicht rein. Oh. Okay, doch, wir kommen da rein. Die haben hier ein, ja, ich würde sagen, Panoramafenster. Auslöschen. Jo, okay, gut. Auslöschen. Dann, wo muss ich eigentlich hier? Moment mal. Hier ist auch noch ein Häusel. Vielleicht müssen wir hier die ganzen Viecher erstmal beseitigen. Okay. Ich weiß zwar nicht, wofür wir das brauchen, aber ich nehme es mal mit. Auslöschen. Kapitänskapuze, okay. Tafelmesser. Ich sollte vielleicht dann auch ein bisschen was in den Hund reintun. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Da ist er. Auslöschen. Nee. So, könntest du mal so beiseite gehen? Ach Mann, echt mal. Ich komme hier nicht mehr durch. Hallo! Ich will hier raus. Genau. Gute Sache das. Okay. Auslöschen. Ja, da kann man ja wahrscheinlich auch nicht rein. Oh, warte mal. Das war so klar. Nein. 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 Komm schon. Jetzt. Cool. Okay. Mistviech. Genau. So, haben wir keine Taschenventilator. Radix. Ja. Auslöschen. Bourbon. Oh, was ganz, ganz Feines, ne? Was? Knochensäge? Okay. Ich nehme es mal mit. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das brauchen werde. Okay. Right away. Stimpak. Hey, hier kriegen wir ja alles. So wie es aussieht. Gut. Dann will ich hier mal schauen. Oh, weia. Da brauche ich schon etwas Besseres. So. Fall um. Moment. Okay, der Roboter, kümmert der sich auch darum? Wow. Erledigt. Eine Kaffeetasse. Was macht dann der mit einer Kaffeetasse in der Tasche? Dose. Okay. Dann schauen wir mal, was hier so ist. Ofenhandschuhe, okay. Hm. Was haben wir hier? Dandyboy-Äpfel, okay. Löscher. Nehmen wir auch mit. Kaffeekanne, ach komm. Hey, Hundi, kannst du mich mal da so... ja. Oh, hier haben wir nochmal einen Hundenapf. Komm, ich nehme dir noch einen mit, ne?
Gut, okay. Herstellen. Da kann man auch Essen herstellen. Aber wir haben ja erst Essen hergestellt. Aber hier muss noch irgendwas sein. Und zwar in der Richtung. Hier muss noch was sein. Da. Hier. Das ist drinnen. Okay, dann gehen wir rein. Okay. Ey. Okay. Hoffentlich treffe ich den Hund nicht. Gut. Die hätten wir. Gut. Okay. Das lohnt sich ja richtig hier. Meine Fresse, das hat sich ja richtig gelohnt hier. Was will der Ghoul? Okay. Ein Eimer. Oh, du trägst zu viel. Ich trage zu viel. Hund? Warte mal. Warte mal, Hund. Hund. Hey. Genau. Ich würde gern dir ein paar Sachen geben. Ich weiß, jetzt benutze ich den Hund hier als Packesel. Ich fange mal unten an. Da, nein, das sind ja alles die Waffen. Warte mal, ja, Tischventilator. Jetzt mach mal einen Fellventilator draus. Denn, bitteschön Hund, aber nicht alles auf einmal saufen, ne? So, Volkskriegsgeld, das wiegt ja nichts. So, Unterhemd und Jeans, Terpentin. Ja, komm, hier, das machen wir mal da rein. Dann kannst du so ein bisschen was tragen. Das behalte ich lieber bei mir. Splittergranate. Weiß ich nicht, was ich damit soll. Vielleicht verkaufen, weil ich benutze sie sowieso nicht. Soßenpfannendeckel, okay. Soßenpfanne. Silberne Taschenuhr. Ja, gut. Sicherung, okay. Keine Ahnung, wofür ich das brauche. Schrotpatrone, schmutziges Wasser. Schere. Schachtel Zigaretten. Komm, die Schere machen wir auch mal. Ne, kann der Hund sich mal die Krallen schneiden. Okay, was haben wir hier noch? Das brauche ich auf jeden Fall. Red Hirschleder Outfit. Okay, komm. Machen wir das da rein. Ofenhandschuh, Plastikmesser. OP-Tablett. Nuka-Cola-Flasche. Ey, kann das sein, dass hier... Hä? Da fehlt irgendwie was. Okay, machen wir es da rein. Militäruniform, Metalleimer, komm, die machen wir auch da rein. So, dann Maschinenpistole, Löscher, genau, den tun wir dir auch da rein. Leuchtpistole, die behalte ich. Leuchtfackel. Okay. Das muss ich anbehalten. Dann, ich weiß nicht, ob der Hund was essen kann. Bin ich mir nicht sicher. Ich behalte es mal lieber bei mir. Hundenapf. Hier, den darfst du auch tragen, ne? Das wäre natürlich cool, wenn man den Hund auch so füttern könnte. So zwischendurch. So, was haben wir hier noch? Bourbon. Ja gut, Alkohol will ich sowieso nicht trinken. Blähfliegenfleisch. Okay. Gut. Hier ist Putzmittel, kannst du auch nehmen, ne? Kannst dann nachher die Werkstatt mal putzen. So, Bleistift wiegt ja nichts. So, ich schätze mal, das haben wir. Dann, wo muss ich denn als nächstes hin? Moment, da unten. Wir haben ja jetzt hier sauber gemacht. Das heißt, wo? Da sehe ich's. Also, wir sollen ein Dings bauen, ne? Das muss ich erstmal gucken. Moment mal. Nein. Nochmal raus. So, Strukturen, Dekoration, Energie, Schutz. Genau, da muss ich wohl rein. Oder? Ressourcen, Schutz.
Ist es das, was wir brauchen? Ich hoffe es. Wachposten, Geschütztürme, Fallen. Nee, das ist das nicht. Ich sollte auch irgendwie Ressourcen, Läden, Herstellung. Gucken wir mal. Nein. Läden, nein. Schutz, Energie, was? Ich habe ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, was ich da, Moment mal. Moment. Ich will mal gerade schauen. Daten. Aufgaben. Sonstiges. Baue und aktiviere eine Rekrutierungssendestation. Genau. Aber wo finde ich das da drin? Nein, nicht so. Ich hätte gerne... Ach so. Gut. Energie... Warte mal. Vielleicht ist das... Energiegeneration... Energiestecker... Energielicht... Energie sonstiges. Moment, da schaue ich mal rein. Rekrutierungs... Ah! Moment. Gut. Ich hoffe, das ist das Richtige. Weil irgendwo muss ich das hier hinbauen. Benötigt einen Strom. Oh. Ich muss da noch mehr machen. Energie. Energiestecker, Energiegeneratoren. Okay. Das heißt, ich muss erstmal so ein Teil bauen. Ah, da, jetzt, warte mal. Und wie verbinde ich die jetzt? Benötigt Energie 1. Keine Ahnung, warte mal. Verwerten, lagern, Space Kabel anbringen. Ah! Kabel anbringen. Ah, ja, jetzt macht das auch Sinn. Das heißt, das sollte ich jetzt erledigt haben. Oder nein? Ah, jo. Jetzt ist das wohl verbunden. Das hat Energie generiert. Wie viel? 3 Energie, so wie ich das sehe. Ja, produziert 3 Energie. So, das heißt, Rekrutierungsleitstrahl ist erledigt. Das heißt, ja, wir haben unsere Aufgabe erledigt. Perfekt. So. Das heißt, ich muss jetzt wieder zurück zu dem Typi. Denke ich mal. Moment, ich will mal gerade schauen, wo uns das hinführt. Jo. Da. Machen wir uns dahin. Per Schnellreise. Ist vielleicht eine ganz praktische Sache. Ich hoffe, der Hund kommt da mit bei der Schnellreise. Wäre blöd, wenn nicht. Jo, Hund kommt mit. Oh, ihr seid aber fleißig dabei, hä? Okay, finde ich gut. So, und wo ist da hinten? Genau. Hier, er hier, der mich General nennt. Yeah. Hi, Typi. Ich habe den Laden gesäubert, an den du mich geschickt hast. Und ich habe einen Funkleitstrahl platziert. Das sind gute Neuigkeiten. Wenn die Leute erstmal ein Zuhause haben, werden sie auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Wie üblich habe ich noch was anderes, um das du dich kümmern könntest. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten schon wieder Raider brauchen, die uns unterstützen. Okay, aber das werden wir definitiv nicht mehr heute machen. Das kommt mir so bekannt vor. Hey, das ist doch unser Haus. Moment, hier war das Baby. Hier war Sean drin. Und den müssen wir ja auch noch finden. Jo. Krass. Jo, das ist unser Haus. Gut, okay. Weiter geht's aber in der nächsten Folge. Ich sage bis dahin und...
Tschüss.